Aus dem Herzen des alten Europas, der Footy Club mit Andreas Rüttenauer. Er vertritt die Taz, Leibesübung Martin Henkel von der Berliner Zeitung. Moderation Stefan Osterhaus, Neue Zürcher Zeitung. René Schmöckwitz, der bekannte CEO der Schmöckwitz Limited. And now, ladies and gentlemen, it's showtime. Don't frag mich meisterhaft, sagte Pep Guardiola nach dem grandiosen Sieg des FC Bayern über den FC Schalke 04. Wir vom Footy Club fragen uns, was kann denn da überhaupt noch schiefgehen bei der Meisterschaft? Bindet der denen jetzt die Schnürsenkel falsch zusammen, der Guardiola, dass die Bayern das Rennen nochmal spannend machen? Der FC Bayern spielt mal wieder eine Saison der Superlative und wir hier im Footy Club wollen uns fragen, ist das der Beginn einer europaweiten Hegemonie des FC Bayern? Diese Frage stellen wir uns. Martin Henkel, was ist Ihre Prognose? Das wage ich nicht vorherzusagen. Sie spielen gut, ja. Toller Fußball. Ich bin allerdings irritiert über das Verhalten von Pep Guardiola, denn mit 300 Punkten Vorsprung immer noch nicht von der Meisterschaft zu reden, ist fast schon ein wenig arrogant. Also man kann jetzt auch mal sagen, ja, also wir trauen uns jetzt von der Meisterschaft zu reden und man muss jetzt nicht diese katalonische Bescheidenheit jetzt ewig vor sich haben. Man könnte auch sagen, es sieht ganz gut aus, sieht nicht schlecht aus. Und genau. Rüttenauer sieht ja nicht schlecht aus in München, oder? Ja, das sieht nicht schlecht aus und ich glaube, man muss sich da gar nicht an den Pep Guardiola halten. Der scheint irgendwie die Sprachlehrerin ihm vielleicht gesagt zu haben, ja, man muss immer sehr zurückhaltend in Deutschland sein, gerade als Ausländer. Ich halte mich da lieber an Karl-Heinz Rummenigge. Ist ja in Bayern auch ein Ausländer, der kommt aus Lippstadt. Naja, also bitte. Also, wie viel Preußen haben wir in Bayern schon ertragen müssen? Nein, der Karl-Heinz Rummenigge, der sagt ja, also er findet es ungerecht, dass die Überlegenheit des FC Bayern immer noch nicht anerkannt wird. Also der sieht es eher andersrum. Der findet, man hat ihnen noch nicht genug zur kommenden Meisterschaft gratuliert. Ja, er hat recht und Pep Guardiola wird schon wissen, dass er auch recht hat, sein Präsident oder sein Vorstandsvorsitzender. Naja, so ist es halt. Der eine ist höflich, zurückhaltend. Er weiß, er ist Ausländer. Ja. Sagt sich das noch nicht so schön. Na gut, aber Bayern ist Meister und zwar schon seit dem ersten Spieltag. Ja, ich nehme an, Schmöckwitz ist auch ganz beeindruckt von den Sprachkenntnissen von Pep Guardiola. Don't frag mich Meisterschaft. Was ja, soll ich? Also die, wie gesagt, um die Meisterschaft und eigentlich bezüglich des FC Bayern muss man eigentlich gar nicht mehr diskutieren, weil wenn man sich die Spiele anguckt, gerade diese Saison, dann muss man sich fragen, ob überhaupt noch eine andere Mannschaft in den nächsten 5 Jahren Meister werden kann. Ich finde es viel interessanter, wie der FC Bayern im Europapokal auftritt, weil das ist wirklich eine totale Dominanz und das erinnert schon wirklich tatsächlich an den FC Barcelona. Und deswegen, wenn man sich überlegt, dass Pep Guardiola ein Jahr lang in New York Zeit hatte, nicht bloß das Vokabular der Unternehmensberatung zu studieren, sondern auch die Fakten beim FC Bayern. Und er gesagt hat, bei jedem Kapitel, bei jedem Aspekt, den ich überprüft habe im europäischen Fußball, ist am Ende immer wieder der FC Bayern rausgekommen. Dann muss man davon ausgehen, dass das eine wirklich fundierte Analyse ist. Und ich denke, dass die Bayern tatsächlich in den nächsten 4-5 Jahren in Europa die dominante Mannschaft sein werden. Also ich möchte da noch mal kurz hören an dieses Spiel beim FC Arsenal. Das fing ja so gut an für Arsenal. Arsenal kam ja wirklich gut rein in diese Partie. Dann verschoss Mesut Özil diesen Elfmeter und man hatte sofort den Eindruck, das ist der Bruch, der durch Spiel vom FC Arsenal geht. Später dann, dass Alaba diesen Elfmeter verschossen hat. Das war ja eher so ein Achselzucken bei den Bayern, wie wenn sie mal eben kurz übers Tor geschossen hätten. So nach dem Motto, dieses Spiel gewinnen wir sowieso, passiere, was da wolle. Ist das die Körpersprache, Mimik, Gestik eines Champions, René Schmöckwitz? Ich schon wieder. Also, das ist nur zu. Ich bin auch Champion, Sie wissen das. Deswegen, das ist tatsächlich die Körpersprache eines Champions. Und wie gesagt, also man sieht das, also die Bayern sind wirklich auf jeder Position exzellent besetzt. Sie kaufen wahrscheinlich nächste Saison, sie bekommen Lewandowski dazu, lassen wir sie noch den Julian Draxler kaufen.
Vielleicht schlagen sie noch mal auf den internationalen Markt zu. Also das ist wirklich eine Truppe, man kann sich eigentlich momentan kaum vorstellen, dass, wenn es um was geht, also das Rückspiel gegen Manchester City will ich jetzt mal nicht erwähnen, weil, wie gesagt, das ist den Bayern, glaube ich, selber nicht klar gewesen, dass sie hätten dort noch den Gruppensieg verspielen können. Aber wenn das in so einem Viertelfinale passiert, so im Rückspiel, ne, und Ihnen das dann selber nicht klar ist, wie man das dann anzieht. Nein, aber ich denke, wie gesagt... Das ist das ja nicht so vorteilhaft, nehme ich an, wenn man Champions League gewinnen will, oder? Also ich denke, wie gesagt, also Pep Guardiola hat spätestens im Supercup gezeigt, dass er auch also das psychologische Handwerkszeug mitbringt, um eine Partie, die auf der Kippe steht, auch einfach nochmal in seine Richtung zu bewegen. Also ich sehe ehrlich gesagt... Auch das noch. Also nicht nur gut Mannschaft gut, nicht nur die Fitness gut. Auch noch ein guter Psychologe. Ein guter Psychologe, also das ist ja ungeheuerlich. Ja. Der kann alles noch hinführen. Was Guardiola kann, kann sonst nur Thomas Tuchel. Das ist vielleicht doch der nächste Bayern-Trainer. Das, in 10 Jahren. Gut, da muss dann quasi der Pep Guardiola wieder zurückgetreten sein, weil er vor so vielen Erfolgen dermaßen ausgebrannt ist, dass er nicht mehr kann. Ja, das ist vielleicht auch die nächste Chance, wenn statt Pep Guardiola so jemand wie Thomas Taschentuchel am Spielfeldrand ist, einer, dessen Hauptaufgabe darin besteht, oder er hat sich für sich selbst so definiert, irgendwie Schiedsrichterentscheidungen zu kritisieren. Nein, also das hat überhaupt nicht das Format, das passt nicht zum FC Bayern. Also zumindest, das kann man vergessen. Zumindest ist Pep Guardiola ja auf dem besten Weg zum nächsten Burnout, der ihn ja schon mal in den Central Park nach New York vertrieben hat, nach 4 Jahren FC Barcelona. Denn wegen der hohen Psychoanalytiker-Dichte oder deswegen sind sie da hingegangen? Ich habe einfach nur Fernsehen geguckt und beim 5:1 gegen Schalke 04, auch bei selbigem Stand, stand er noch gestikulierend am Spielfeldrand und hat seine Spieler angewiesen, wie sie sich zu verhalten haben. Also das ist ein zwanghaftes Verhalten. So. Das ist definitiv neurotisch und das ist natürlich das ist ohne Alternative offensichtlich bei in Pep Guardiolas Welt und deshalb ist das auch so gefährlich für den deutschen Fußball sowieso, denn Robert Lewandowski zu kaufen heißt die nächste Schwachstelle, wenn es denn überhaupt eine ist, noch auszumerzen. Mandzukic ist schon ein guter Vollstrecker, aber mit Lewandowski gewinnen sie ja noch einen dazu, der auch noch richtig gut mitspielen kann. Das verstehst du gerade richtig, Martin Henkel. Also die kaufen jetzt Lewandowski, weil ja vollkommen klar ist, dass Guardiola in absehbarer Zeit einen Burnout erlangen wird. Das war zumindest das Spielermaterial, das konstruieren sie jetzt so zurecht. Ich will nur, nein, man kauft den Robert Lewandowski natürlich aus den altbekannten Mechanismen heraus, den Gegner, den unmittelbaren nationalen Gegner zu schwächen. Das hat man mit Götze und Lewandowski jetzt eindrucksvoll nachgewiesen. Sollte Julian Draxler jetzt demnächst noch kommen, wird auch das nächste große deutsche Talent zum FC Bayern abwandern. Das heißt also, sie zementieren ihre nationale Vorherrschaft. Das ist ihr großes Ziel. Sie wollen den Kader nationaler machen, deutscher machen. Das hat Matthias Sammer jetzt neulich auch zugegeben. Und was das für Europa bedeutet, wir sehen jetzt gerade, wir haben es neulich ja besprochen, in England, The Fall of an Empire, die Mannschaften sind alle gerade nicht konkurrenzfähig, bleibt jetzt nur noch der FC Barcelona und Real Madrid. Real Madrid ist auf einem guten Weg mit Carlo Ancelotti und der FC Barcelona, dem steht der große Umbruch ja auch noch bevor. Dann können wir uns also in der Bundesliga nicht freuen auf Spieler wie Eltren, Valencia oder... Der FC Bayern hat ja seine Südamerika-Scouting-Abteilung hat er ja quasi aufgelöst, nachdem Breno nicht ganz so funktioniert hat, wie man sich das erhofft hat. Und man zum letzten Mal viel Geld ausgegeben hat. Ich erinnere auch noch an Spieler wie Sosa, wie irgendwelche anderen Profis da aus dem Kontinent da drüben. Und, hat man, glaube ich, auch auf Neymar verzichtet, ne? Also aufgrund dieser Erfahrungen, ja, auch, dass auch die Integration schwierig werden könnte. Also man könnte auch das Handgeld zu hoch gewesen sein. Ja, das stimmt. Ja. Es ist auch Sergio Aguero dran. Den hat man damals auch falsch eingeschätzt und hat ihn nicht gekauft. Jetzt hat man gesehen, dass er sich vertan hat. Deshalb, also diese Scouting-Abteilung, die gibt es noch, die ist pro forma, wurde die geräuschlos sublimiert und hat jetzt wahrscheinlich irgendwo an der Sebner Straße ein Eckbüro mit gutem Blick, aber da geht nichts mehr drüber. Aber es gibt natürlich noch eine Hoffnung für die Konkurrenten des FC Bayern in der Bundesliga. Der ist genau im Niedergang des englischen Fußballs begründet. Vom FC Bayern mehr und mehr Spieler nach England gelockt werden mit Wochengehältern von 300.000 Pfund. Dann kann die Liga vielleicht irgendwann aufatmen, wenn 5 Spieler des FC Bayern in einer Saison auf die Insel wechseln. Weil sie sagen,
Ich möchte eine neue Erfahrung machen und den Kontostand jede Woche aufs Neue in Rekordhöhen. Das Entscheidende ist, dass ja, das sind immer wieder Grenzerfahrungen, muss man sagen. Zwei Wochen für Woche. Aber nein, ich möchte ganz kurz mal den Enkel, ich möchte einen Punkt unbedingt ansprechen, der nicht zu kurz kommen darf. Es wird ja einem Mann, wird demnächst der Prozess gemacht wegen Steuerhinterziehung. Das ist Ulrich Hoeneß. Ich hoffe, die Regie kann es mal einblenden hier im Bild. Nein? Ja. Und was geschieht denn, wenn das passieren sollte, womit im FC Bayern vermutlich die wenigsten rechnen, aber wenn Uli Hoeneß tatsächlich eine Gefängnisstrafe erhalten sollte? Was würde das für diesen Verein bedeuten? Das kalkulieren wir ja gar nicht mit ein. Er ist ja, ich meine, wir haben es ja gesagt, es ist ja quasi synonym mit diesem Verein verschmolzen, dieser Mann. Es ist der, dann geht auch der Notfallplan für die Bundesliga mit ins Gefängnis. Denn Ulrich Hoeneß hat ja vergangene Saison angekündigt, er wolle eine Taskforce bilden, zusammen mit dem BVB, also mit Borussia Dortmund, um sicherzustellen, dass auch der Rest der Liga konkurrenzfähig bleibt. Eines seiner zahlreichen sozialen Projekte. Ja. Genau, und jetzt, wenn er dann verurteilt wird, ist dann Essig mit diesem Plan. Das heißt, die Hegemonie des FC Bayern München, zumindest auf nationaler Ebene, wird besiegelt sein. Denn Karl-Heinz Rummenigge hat offensichtlich großen Gefallen daran, alle Spiele zu gewinnen, die es zu bestreiten gilt. Und Matthias Sammer, den kennen wir auch gut hier im Footy-Club, hat ähnliche Ambitionen. Also dem ist Konkurrenzkampf und gesunder Wettbewerb, das ist dem nicht alles dominieren, alles niederrennen, Maschinen. Wir müssen wieder Maschinen sein. Ja, es gibt natürlich schon so ein bisschen die Gefahr, dass Uli Hoeneß die Claudia Pechstein des deutschen Fußballs wird. Das heißt, er geht nach seiner Verurteilung vielleicht ins Gefängnis und sagt, ich wäre nach dieser Sperre gestärkt zurückgekommen und muss dann feststellen, dass er nur noch Vierter und Fünfter wird mit seinem Verein. Ja, das könnte natürlich passieren. Da wird viel verbrannt, auch im Kopf. Und man denkt, nein, man fühlt sich ungerecht behandelt und kommt nicht mehr richtig auf die Beine. Und alles, was der FC Bayern an sozialer Empathie noch aufbringt, wird für einen Steuersünder investiert. Und das könnte sein, dass das die falsche Richtung ist. Ja, aber warum? Also in welche Richtung soll es denn gehen? Also ich meine, gehen wir mal davon aus, vielleicht in den nächsten 2-3 Jahren ist der FC Bayern, gewinnt die Meisterschaft jedes Mal mit 15 Punkten. Würde das, Vorsprung, würde das tatsächlich irgendwann mal für Unmut sorgen und greift dann möglicherweise so eine Art Sozialplan für die Liga, dass man sagt, das wird jetzt alles total langweilig, die Zuschauerzahlen sinken, der FC Bayern ist nicht mehr, also ist vielleicht das Zugpferd international, wenn man die berühmten asiatischen Märkte aufreißen will, aber für, also innerhalb von Deutschland funktioniert das einfach nicht mehr. Was passiert dann? Also das ist ja ganz interessant. Also verlieren die Spieler dann die Lust, daran zu gewinnen oder haben wir dann den, kommt dann der FC Hollywood zurück vielleicht möglicherweise? Also, ja, das wäre doch schon, das ist doch schon mal eine Möglichkeit. Das ist ein Notfallplan, eine Dekadenzerscheinung, wird es dann irgendwann früher oder später okay, geben. Aber wo sind die Sollbruchstellen? Also ich habe ja vor der Saison prognostiziert, dass die beiden, also zwei Wortführer der alten Bayern-Mannschaft von Josef Heynckes, Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller, dass die möglicherweise dieses dominante Auftreten von Guardiola und Sammer nicht gutieren werden. Und deswegen Schweinsteiger auch immer wieder mal verletzt. Ne? Ja, genau. Aber jetzt kommt Schweinsteiger zurück. Wie gesagt, zeigt ein super Spiel. Danach wird er von dem ganzen Verein, also bekommt er Lobeshymnen darüber. Also was er für ein wichtiger Spieler ist. Also ich sehe diese Sollbruchstelle einfach nicht. Das ist das eigentlich Gespenstische an dieser Saison, dass nicht mal irgendjemand irgendwie unzufrieden ist, weil er irgendeine Minute, die er gerne gespielt hätte, vielleicht nicht spielen durfte. Na doch, ich finde es interessant. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Aber was sich wirklich abspielt, das kann man noch gar nicht abschätzen. Da werden weiter Spieler gekauft, verkauft. Da werden Stimmungen in der Mannschaft entstehen. Da wird irgendwas mal reißen. Da wird irgendwas nicht mehr stimmen. In 4 Jahren wird Philipp Lahm zum Bundeskanzler gewählt und sagt, naja gut, wenn ich den Job habe, dann kann ich nicht mehr spielen. Also es wird viel passieren in den nächsten Jahren. Ja, also man sieht's ja schon an Toni Kroos. Es ist jetzt der Fall eingetreten, dass er wohl, der verdient 4 Millionen netto, glaube ich, im Jahr. Das ist guter Durchschnitt, aber er ist im Endeffekt der Zentralspieler für das
Fußball, für das Spiel unter Pep Guardiola. Mhm. Und man hat ihm jetzt 8 angeboten und das hat er abgelehnt. Und jetzt hat man einen Cut gemacht, wie er gesagt hat, jetzt am Wochenende. Und hat die Vertragsverhandlungen, sein Vertrag läuft 2015 aus, auf den Sommer verlegt. Und offensichtlich der erste Spieler, der nicht einfach nur damit einverstanden ist, beim FC Bayern zu spielen. Ich meine, er hat jetzt die Champions League gewonnen, auch wenn er nicht gespielt hat, war er verletzt lange Ende der letzten Saison. Sondern dass ich sage, vielleicht suche ich auch noch mal eine neue Herausforderung. Bei Schweinsteiger ist wahrscheinlich ein ähnliches Problem zu sehen. Deshalb wird er ja auch gerade so gebauchpinselt, weil man befürchtet, dass das ist eine Integrationsfigur. Er hat unter Heynckes quasi diese Mannschaft zusammengehalten. Er war der Wortführer, er war der Kapitän. Er hatte den Champions League Sieg errungen, zumindest also mit seiner Mannschaft, aber als Voranschreiter. Und jetzt mit Thiago Alcantara auf seiner Position ist er eigentlich so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ja, also der könnte gehen. Vielleicht geht Toni Kroos. Und dann geht Thomas das Müller wird vom FC Barcelona aufgerufen. Thomas Müller wird vom FC Barcelona. Mario Mandzukic. Das geht dann relativ schnell. Und hier sieht man, dass der FC Bayern erst noch eine weitere Stufe erklimmen muss. Mhm. Er muss sich selbst in die Lage versetzen, seinen Spielern Gehälter zu garantieren, die sicherstellen, dass sie am Ende ihrer Karriere mit ukrainischen Oligarchen mithalten können. Gemeinsam Urlaub fahren können. Wenn der FC Bayern das nicht schafft, dann wird die internationale Dominanz eben keine 10, sondern nur 5 Jahre andauern. Und dann haben wir eine Krise in München. Das sowieso. Da sind wir dann bei Foodie Club Nummer 1000 übrigens, wenn wir da unten sind. Foodie Club Nummer 1000, schmeckt mir das Wort in Gottes Ohr. Der deutsche Fußball ist auf einem guten Weg. Naja. Glänzende Analyse. Ja, ich meine, gut, das ist also, ich meine, selten war der liebe Gott so analysestark wie heute. Ne? Mhm. Schmeckwitz. Ja, absolut. Also, ich muss, wie gesagt, darauf zurückkommen, worüber wir hier reden: sind die Feinskills, sind die sozialen Dinge, die da möglicherweise schiefgehen können. Aber man muss einfach sagen, auch jetzt mit dem Allianz-Deal, die Bayern können quasi innerhalb von Rekordzeit ihr Stadion abbezahlen. Also allein ja, auf das müssen wir mal kurz erläutern. Die Allianz ist eingestiegen mit 8,33% beim FC Bayern und hat dafür 110 Millionen Euro hingelegt. Also, mittlerweile hat der FC Bayern 25% sind es jetzt nach einer Kapitalerhöhung an Auswärtige, hätte ich fast gesagt, an Investoren verhökert, unter anderem noch Audi und Schuhhersteller da. Uli Hoeneß mit den 4 Streifen. Adidasler, genau. Uli Hoeneß sagt AAA aus Süddeutschland. Adidasler hat ihn aber auch in die Bredouille gebracht, in der er jetzt gerade steckt, habe ich gehört. Der hat ihm noch das erste Geld geborgt. Ja, Adidasler vor allen Dingen. Nee, aber wer war das hier? Dreifuß. Robert Dreifuß. Naja, gut, also nochmal, wie gesagt, also mit dem Geld, Sie haben es schön erläutert, Herr Osterhaus, vielen Dank dafür. Ich glaube einfach, dass auch auf der finanziellen Ebene, Sie werden natürlich versuchen, das Gehaltsgefüge irgendwo moderat zu halten, weil moderat. Ansonsten da die... Moderat! Naja, also im Verhältnis zu den Spitzenvereinen der Premier Division und der Premier League, also das muss man einfach sagen, also wenn man sich den Deal von Wayne Rooney anguckt. Also in die Dimension ist der FC Bayern noch nicht vorgestoßen, also auch mit seinen Spitzenspielern nicht. Das wird man jetzt bei Toni Kroos sehen, wie viel ihm der Spieler wichtig ist. Wird Pep Guardiola, ich habe ja damals schon gemutmaßt, das wird sein neuer Messi. Ich lag falsch. Guardiola hat gesagt, es gibt keinen wie Messi, keinen zweiten. Das ist eine andere Dimension, aber der Toni schlägt sich nicht schlecht. Er spielt einen guten Ball. Sein Xavi ist das, ne? Es ist sein Xavi. Und wenn sie ihn wirklich halten wollen, und Jupp Heynckes ist jetzt vor einer Woche in die Bresche gesprungen, hat gesagt, man muss ihn halten, denn er gehört zu den FC Bayern und der FC Bayern tut gut daran, ihm das Geld zu bezahlen, das er verlangt. Und dann sind wir wahrscheinlich schnell bei 10 Millionen. Jetzt sind wir in einer Dimension, die Real Madrid und dem FC Barcelona nicht fremd ist. Dann wäre es ja so, ich meine, würde sich der FC Bayern, wenn er diese 10 Millionen Euro für Toni Kroos auf den Tisch legt im Jahr, dann erpressbar machen?
Sie ja, erpressbar ja, natürlich. Also ja, einerseits natürlich macht er sich erpressbar, wenn er seine Vereinspolitik beibehalten will. So, wir halten unsere besten Spieler und wir spielen auf der anderen Seite bei diesem irrsinnigen Ablösepoker nicht mit. Ja, das die Alternative ist, nein, wir lassen den gehen und dafür fangen wir an, bei diesem irrsinnigen Ablösepoker mitzuspielen. Ja, klar, da ist der FC Bayern Gefangener seines Erfolgs. Will wie man jeder andere Spitzenverein übrigens will auch. Will er den also weiter behalten, dann muss da mitgemacht werden und dann kommen wir in den Bereich dieser geschmacklosen Summen, von denen man immer hört, Ablösesummen um die 100 Millionen Euro, ja bitte sehr. Beliebter wird das den FC Bayern nicht machen, aber ich glaube, letztlich wird es die Deutschen stolz machen, dass wir endlich einen Verein haben, der genauso irrwitzig handelt wie die großen Clubs in England, Spanien. Also die Ablösesummen, glaube ich, die Gehälter wahrscheinlich schon, Ablösesummen halte ich für ausgeschlossen. Ich denke, dass der FC Bayern will jetzt ein supermodernes Nachwuchszentrum, glaube ich, errichten vor den Toren der Allianz Arena, weil man die umliegenden Kartoffelfelder ja damals mitgekauft hat. Das ist Müllberg daneben. Also da möchte ich als Eltern nicht, dass mein Kind in den Dämpfen dieser Müllberge trainieren muss. Ich vermute, dass dem abgasegestählten Matthias Sommer aus den ehemaligen Braunkohletagebaugebieten des Ostens herzlich scheißegal ist, ob da was stinkt und qualmt. Der deutsche Nachwuchs soll gefördert werden. Der FC Bayern will nachhaltig. Das stimmt. Nachhaltigkeit. Also, das hat mit deutschem Nachwuchs nichts zu tun. Nachwuchsarbeit heißt heute, dass ich einen 17-jährigen Spieler wie den Halilovic nach Barcelona transferiere und dann ausbilde und dann in einem ausbilde. Das ist heute La Masia. Ausbildung. Es gibt die La Masia. Es gibt die berühmte Nachwuchsschule des FC Barcelona. Das ist ein Mythos. Aber da spielen halt, also das Gros des Kaders des FC Barcelona kommt aus dieser Nachwuchsschule. Sie sind nie zu einem anderen Verein gewechselt, das darf man auch nicht vergessen. Das ist natürlich eine Idee, die aber dazu führt, ja gut, dann kann ich mich aus diesem ganz großen Transfergepoker raushalten, dann kann ich vielleicht auch aus diesen ganz irrsinnigen Gehaltsgefährden mich raushalten, aber dafür steige ich ein in den Kinderhandel. Also auch da muss ich sagen, wie gut das moralisch zu begründen ist, sollten wir vielleicht Ulrich Hoeneß fragen, wenn er im Gefängnis zu sich kommt und endlich mal Reue gezeigt hat für das, was er getan hat. Das ist ja ethisch noch nicht geklärt oder moralisch, je nachdem. Wenn wir uns angucken, Lionel Messi war unterernährt, kam aus Rosario im Nordosten Argentiniens, wurde transferiert, wurde aufgepäppelt, die Familie kam mit und jetzt sind alle stinkreich. Bei morgens war Cornflakes in der Schüssel und schon war das. Genau, also insofern, alle haben davon profitiert. Wachstumshormone und keiner spricht von Doping, weil der Mann ja genau, so es ist eine Win-Win-Situation. Er war schlecht ernährt, jetzt hat er mit 1, keine Ahnung, 68 irgendwie eine stattliche Größe erreicht. Also insofern, wer will wem was bei diesem Kindertransfer, der damals stattgefunden hat? Ich frage mich bei diesem Transfer, wenn es gut geht und das wird ein Weltstar. Ja, natürlich, das sind schöne Geschichten. Aber da fallen viele durchs Raster. Und das ist das Gefährliche an dieser sogenannten Nachwuchsförderung. Und natürlich lernen die da was. Und da gibt es Trainer, die sind super. Und dann gibt es die besten Nahrungsergänzungsmittel. Da wird sowas wie bei der Sachenbacherstelle nicht passieren. Genau. So, Herr Schottenhauer, jetzt versteigen Sie sich ganz schön weit aus dem Thema heraus, muss ich sagen. Wir sind jetzt beim Kinderhandel. Sehe ich genauso. Man darf die moralische Rechtfertigung dieses Profi-Business natürlich in Frage stellen. Das geht oben los bei diesem Transferwahnsinn und das geht unten los bei dem Kinderhandel, den es nun mal gibt. Aber das ist doch, wie gesagt, das ist die aus der Logik heraus, wird der FC Bayern natürlich versuchen, so wirkungsvoll wie möglich sein Geld jetzt einzusetzen, um die Hegemonie möglicherweise zu manifestieren, also für die nächsten 5 Jahre.
Und ich, also ich sehe das... Für die nächsten fünf, das ist unterambitioniert. Also ich denke, das ist weitreichender. Matthias Sammer ist aus dem Osten, das heißt, der denkt in großen historischen... aber nicht weit als im Fünfjahresplan. Kategorien. Also die DDR hat 40 Jahre gegeben, dann ist alles aus. Ladies. Die Wirtschaftsbeauftragten in der Deutschen Volkskammer haben immer über den Fünfjahresplan hinausgedacht. Der Fünfjahresplan war da, um sich zu orientieren und auch zu resümieren, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und, Ladies and Gentlemen, ich sehe hier gerade, Neomarxismus treibt hier fröhliche Urständ. Schmöckwitz als Mann der Zahlen sagt, es kann nie genug sein. Und Andreas Rüttenauer sagt, Kinderhandel, das darf doch wohl nicht wahr sein. All diese Diskussionen in einer Nussschale sozusagen hier im Foodie Club über den FC Bayern. Aber einen haben wir noch, ne? Einen haben wir immer. Wir haben das Lied. Das Lied. Und wir müssen natürlich. Und Schmöckwitz hat eine schöne Stimme. Ach, vielen Dank, vielen Dank. Deswegen stimme ich auch an. Also es geht natürlich um die Hymne des FC Bayern. Ich nehme jetzt mal die Moderation kurz ab. 3, 4. FC Bayern, Stern des Erdballs, und die anderen wird verglühen. Stehst alleine, bist so traurig, an der Laterne werden wir dich sehen. FC Bayern, Uli Hoeneß, alter Gangster, ja, so heißt er, der Verein. Und im Guten wie im Schlechten wirst du leider einsam sein. Alter Gauner heißt das doch schon jetzt. Also nochmal, alter Gauner. Uli Hoeneß, alter Gauner, ja, so heißt er, der Verein. Und im Guten wie im Schlechten wirst du leider einsam sein.